Nächster Rennen mit Imola sein, jetzt sind wir aber erstmal Estora. Rom, rom. Rom, rom. Ja, bist du Michael Schumacher, gell? Ich starte von Position 5 und du von 1. Diese Fairness. Diese Fairness. Ich finde sehr fair. Aber ich überhole gleich in den ersten Angriff den. Was? Wieso? Wieso? Nein! 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 Ich empfehle Rennen-Neustart. Guck dir mal meine Situation an. Ja, meine ist nicht besser. Die wollen beide gerade bei mir reinziehen. Gelungener Start, würde ich sagen. Oder? Ja, das war nicht mal mein Verschulden, möchte ich behaupten. Möchtest du behaupten? Falls, ja, möchte ich behaupten. Falls es doch meine Schuld war und ich habe es bloß nicht gesehen gerade, dann schreibt es doch in die Kommentare. Aber ich möchte behaupten, es war nicht meine Schuld. Der Berger zieht gleich rüber. Schumacher, was machst du? Nein! Nein! Mensch, Schumi. Und vorbei. Verdammt. Die Strecke bin ich, glaube ich, auch noch nicht gefahren. Ah, ich auch nicht. Die bin ich noch nicht gefahren. Verdammt. Ich habe einmal gesehen, wie sie gefahren wurde. Ah, die können hier alle nicht fahren, das ist gut. Boah. Sie dreht sie alle rum. Gelungener Start. Gelungener Start, ja. Durchaus. Was mir gerade auffällt, bei dir wird oben das P4 von 10 abgeschnitten. Ist richtig. Mhm. Ziemlich schlecht. Schlecht optimiert, ja. Das hätte ihnen eigentlich auffallen müssen, als sie das damals programmiert haben. Ja. Hätte, hätte Fahrradkette. In der Tat. Boah. Bin immer noch Runde 1. Echt? Ja. Ich auch, stell dir vor. Hätte ich jetzt nicht gewartet. Nicht? Hast du gedacht, ich hätte dich überrundet schon? Ja. Das hätte ich jetzt von dir schon erwartet, also mindestens. Mindestens, ja. Ich glaube, ich komme jetzt auf Start und Ziel. Ich habe einmal gewonnen gegen dich, das hat mir gelangt. Davon werde ich lange zehren. Ja, das würde mir ewig vorhalten. Ja, dieses eine Rennen. So. Oh Gott, der Boden sieht so komisch aus. Ah! Das seht ihr wahrscheinlich dann auf YouTube gar nicht mehr, weil die Qualität so schlecht gemacht wird von YouTube. Ja, das ist ja leider. Aber es sah gerade ziemlich komisch aus, der Boden. Okay. Wie sah das? Der Boden sah aus, als ob er schwimmt. Als ob das eine eigene Wasserschicht war. Über dem Asphalt. Zu heiß geworden. Ja, ja. Also diese Kurve am Anfang ist echt scheiße. Ich verkacke jedes Mal. Dann versuch sie beim nächsten Mal nicht zu verkacken und wenn du es schaffst, dann hast du schon einen kleinen Erfolg. Du musst dir immer kleine Ziele setzen, dann schaffst du es auch mehr. Da hast du mehr Erfolg, hast du mehr Erfolgserlebnisse, dann macht's mehr Spaß. Ich hasse das. Ich hasse es. Das ist die falsche Einstellung. Ah, da hinten kommt sie schon wieder. Es fehlt mir so ein bisschen, dass ich sie kaputt crashen kann. Das hat kaputt crashen. Das war noch witzig. Hier hast du, glaube ich, überhaupt keinen Schaden. Ich glaube, die haben gar keine Schadensmodule für dieses Auto. Ach so. Schadensmodule? Schadensmodelle. Ja. Ich habe hier keinen Schaden, das ist schön. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, du hast doch immer einen Schaden. Ach so. Jetzt wird der Len wieder gemein zu mir. Ja. Hört ihr das? Was mir auch gerade auffällt, die Autos, die, also das Auto, das ich jedenfalls fahre, hat nur 6 Gänge. Mhm. Formel 1 Auto hatte die letzten Jahre immer 7 Gänge und seit diesem Jahr 8 Gänge. Ja, da musst du ordentlich schalten. Ja, da musst du ordentlich schalten, das ist wahr. Wobei der 8. Gang wirklich sehr, sehr, sehr selten eingelegt wird in der momentanen Saison. Weil der halt wirklich, der ist wirklich nur für die Ultralanggeraden gedacht. Damit du da nicht irgendwann komplett heiß läufst. Ich hab die Kurve noch schlechter gemacht als vorher. Ich hab's gesehen. Hä? Der ist mir ausgewichen und deswegen... Der ist dir nicht ausgewichen. Na, immerhin. Einen hab ich wieder überholt. Nein. Die kommen schon wieder mir viel zu nahe hier. Da hinten. Ach komm, ja, warum dreht's denn den die ganze Zeit? Es ist zum Verzweifeln. Jetzt kann ich dir ein bisschen zugucken. Ich will nicht letzter werden, ich sag's dir. Ah, Jeep. Und gut, dir auf den Flügeln hast du kleben. Ich hab Mobile One. Denim. Mich überrascht, dass da gar keine Zigarettenwerbung drauf sind. Schon, ja, die waren damals sonst immer drauf.
Da war eigentlich auf jedem Ferrari damals Marlboro. Ja. Alle möglichen. Dürfen wir es nicht Johnny mal Walker. Johnny Walker war ja auch irgendwo drauf. Nee, Johnny Walker ist immer noch irgendwo drauf. Weiß bloß gerade nicht auf welchem Auto. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Oder stand zumindest letzte Saison oder vorletzte Saison. Man kann ein bisschen mit ihnen driften, habe ich das Gefühl. Ja, die haben ja keine Traktionskontrolle und kein ABS. Das ist eigentlich ganz cool manchmal, aber nach der Kurve verzieht sie halt so gerne. Ja. Oder allgemein, wenn du voll das Gas durchdrückst. Ja, ich werde nicht letzter. Ich werde nicht letzter, das ist schon mal hier. Ziel erreicht. Bis hinter Nakajima ins Ziel gefahren und vor Alain Jones und Mario Andretti. Die beide. Waren es damals immer so wenig Fahrer? Nee, das sind halt bloß. Achso, das ist halt mehr haben sie nicht, sie haben jetzt nur die berühmtesten genommen. Das sind 5 Autos jeweils. Wie man sieht, jedes 2 Fahrer. Okay. Williams FW12 hat dominiert mit Platz 1 und 2. Ja. Damien Hill und Nigel Mansell. Hast du dir einen besseren Teamkollegen gesucht? Gut, dass ich nie in deinem Team war. Ja. So. Das Kabel schon wieder. Das Kopfhörerkabel, unser übliches Problem. Siehst du, da war keine Anzeige, schon wieder nicht. Das war vorher der. Aber was meinst du für eine Anzeige? Ach nee, das stimmt, das war. Oh mein, bin ich. Ja, das war vorher. Kurzzeitgedächtnis bei mir ist für den Arsch. Ich weiß nicht. Wir nehmen die klassischen Autos. 1990. Was werde ich hier nehmen? Den Williams F. Nein. Ich glaube, ich nehme mal den Williams FW21. Hattest du den? Oh, ich hatte einen Ferrari immer nur. Dann nehme ich den Williams FW21 und nehme Ralf Schumacher. Jawohl. Mach mal Schumacher-Duell. Machen wir nicht. Gibt zu viele Ferrari hier. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, wir waren halt wirklich dominant. Und wir fahren auf Imola. Der letzten Strecke. Dino. Jawohl, Enzo e Dino Ferrari. Dino. Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Damals die Ferrari-Strecke. Achso, die haben eine eigene Strecke gehabt. Ja. Krass. Imola. Ja. Also haben dann auch ihre ganzen Testfahrten da gemacht und sowas. Die machen sie, glaube ich, immer noch dort. Okay. Aber so wird da nichts mehr gefahren? Also Formel 1 wird da nicht mehr gefahren, ne. Grund? Ich frag zu viel, gell? Ich glaube, sie ist zu gefährlich. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, der Ayrton Senna ist hier tödlich verunglückt. Okay. Und danach gab es auch noch 1-2 Vorfälle mit großen Verletzungen und Todesfällen, glaube ich sogar. Und danach wurde sie nicht mehr gefahren. Ja. 12 Autos, ich bin auf Platz 12 gestartet. Ja, hast du wenigstens hier die Challenge. Ups, da habe ich jemanden gedreht. Ja, das ist eine Lüge. Nee, bleib da vorne, könnt mich mal. Strafe mal 1. Ach komm, das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Ja. Wow. Lass doch den Damon Hill in Ruhe. Ja, Junge, der hat mich angegriffen. So, jetzt kommt Bruderduell. Ja. Ich bin direkt hinter dir. Eigentlich müsste ich ja das Jahr gewinnen. Noch, halt schon mal auch ab und zu mal gewonnen. Also, 1-2 Mal vielleicht. Ich glaube, Michael hat dann doch etwas öfters gewonnen. Etwas öfters, ja, aber... Wow, ist das rutschig gewesen. Juhu, Schumacher vorbei. Nein, ich hasse es. Scheiß Schade, Spiel. Dass du nichts weiterbleiben wirst. Nee, will ich auch nicht. Nein. Gut, dass du alle so weit hinten hältst. Kann ich ja sogar Fehler machen. Wie witzig. Ja, durchaus. Durchaus. Ah, die dreht's immer, das ist... Ja, jetzt ist eh alles verloren, jetzt bin ich Letzter. Die Kackkarren auch immer dreht. Also ich bin gefühlt Letzter. Gefühlt. Ja, ich bin Letzter, 12. Weil ich 10 Sekunden noch krieg. Ja. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jawoll! Was? Wenn schon, denn schon. Strafe 2. Abkürzen, wirklich. Wow. Ey, ja, jetzt ist eh schon egal. Jetzt bin ich eh Letzter. Mensch. Ich bleib's auch mit hoher Wahrscheinlichkeit. Letzte Rennen dieser Serie und dann sowas. Komm. Da wird er disqualifiziert. Noch völlig unverdient. Zum Ende wird er nochmal disqualifiziert.
Okay. Das ist gemein sowas, weißt du? So schön bin ich gefahren und dann werde ich disqualifiziert. Ich würde eigentlich Formel 1 schon gern weitermachen. Ich weiß bloß noch nicht mit wem, ob ich das alleine mache, ob ich einen Karrieremodus mache. Ja, mit dir mache ich es nicht mehr. Ich bin ja hier klasse Fahrer gewesen, ne? Ja, ja. Du darfst ein bisschen üben und dann darfst du wieder mitmachen. Dazu müsste ich es aber haben, weil ich habe das Spiel ja nicht. Ja, schade. Ja, schade auch, gell? Sorry. Da kommt das Christkind nur vorbei und bringt's dir vielleicht. Nee, bloß nicht. Kann das Christkind schön selber spielen. Oh Gott, das ist auf einmal leise. Was, wenn ich nicht mehr mit dabei bin? Ja, wenn du nicht mehr fährst. Ja. Das ist eine ganz neue Erfahrung für dich. Erfahren, also. Nimmer. Fandest du lustig, gell? Ja. Da kann ich auch mal zuschauen, wie der Lin 16 fährt. Ganz langsam. Perfekt. Okay. Lieber nicht so langsam. Die anderen holen mich vielleicht auch noch ein. Man sieht nicht mal mehr die Gegner, aber sie holen dich bestimmt noch ein. Ja, du, die sammeln bloß 8,4 Sekunden hinten. Und ich will ja am Ende nochmal eine schnellste Runde fahren können. Momentan hast du ja die schnellste Runde, oder? Ja, richtig. Es schaut gut aus, er schaut gut aus, wenn er in 16. Ja, schaut es meistens. Zumindest in dem Spiel, ja. Ja. Muss ich leider neidlos eingestehen. Danke. Dass das hier eher mau für mich aussieht. Mau. Miau. Miau? Ja. Nihau. So, jetzt wird der Lin 16 nochmal die letzten Kurven hier. Jo, das sind noch gar die letzten Kurven, oder? Ich glaube da rechts, links. Mhm. Ach nee, das ist die Schikane. Verdammt! Ah! Oh, Len. Kommt jetzt eine leichte links, dann eine leichte rechts und eine scharfe links. Dann kommt eine langgezogene links, müsste es sein. Ah nee, noch mal eine scharfe links. Dann kommt schon die letzte Schikane und dann war es das auch schon. Dann ist es vorbei. Ah nee, die langgezogene rechts. Och Mann, ich vergesse so viele Kurven. Oh nein, Len kann die Strecke noch nicht auswendig. Nee. Aber ich fand's gut, dass wir nur 3 Runden gefahren sind immer, das war... Ja. Also ich mir vorstelle... Weniger als ich gehofft habe, aber... Nein, ich kann es mir echt nicht vorstellen, wie man da 20 Runden spielen kann. Das macht doch keinen Spaß. Naja, egal, das musst du entscheiden. Disqualifiziert. Frechheit. Disqualifizierte. Bodenlose Frechheit, finde ich das. Eine Frechheit ohne Boden. Richtig. So, mal weiter. Alter. Dann kommen wir wieder ins Menü, oder? Nee, da kommt erst noch dein... Feierlichkeiten. Da kommt erst noch der Lin 16 Jubel. Wow. Den du dir höchst eigen verdient hast, oder? Ja, Wahnsinn. Ich bin so froh, dass ich... Ich bedanke mich bei allen, die das möglich gemacht haben. Vor allem bei Codemasters, die mir die Möglichkeit gegeben haben, dem Drachenburschen so richtig zu zeigen, dass er nicht Formel 1 fahren kann. Das hätte er dir auch schon vorher sagen können, aber es ist schön, dass du jetzt den Videobeweis hast. Ja, ich habe jetzt den Videobeweis. Ich hoffe auch natürlich, dass wir dann wieder in Mario Kart 8 ich dich wieder richtig hart abziehen kann. Ja, das werden wir dann schon sehen. Da ist, glaube ich, die Chancengleichheit vielleicht noch eher gegeben. Da ist es ein bisschen enger. Ja, ich trainiere. Eher daran, dass man auch vom Letzten noch Erster werden kann. Ja, und vom Ersten in der letzten Kurve auch Letzter werden kann. Letzter nicht, aber man kann schon mal ein paar Punkte nach hinten springen. Jetzt hör auf zu gähnen. Ach, man darf gähnen. Man darf gähnen. Man darf gähnen. Man darf auch den Part beenden. Ja, man darf auch den Part beenden, wenn du willst. Dann hast du die Ehre. Dann habe ich die Ehre zu sagen, dass das Spiel bestimmt für Rennspiel-Simulationsfreunde seine Reize hat. Für mich hat es leider nur bedingt. Ja, ist es. Ich bin einfach nicht so der Simulant. Also, ich weiß nicht. Eigentlich bin ich eher so zwischendurch mal. Du bist nicht so der Simulant. Nee, ich bin kein Simulant. Ich brauche Action, nonstop. Nee, eigentlich. Ich spiele schon mal Simulationsspiele, aber. Dann lieber so eine Wirtschaftssimulation, da habe ich persönlich mehr Spaß dran. Sei es drum, wir danken euch auf jeden Fall, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Der Lin 16 darf das natürlich dann auch noch machen und wir würden uns natürlich auch wieder freuen, wenn ihr bei einem unserer nächsten Videos dabei seid, egal ob auf meinem Kanal oder auf dem Kanal von Lin 16. Genau. Möchtest du noch was sagen? Ja, ich möchte sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht mache ich das ja noch weiter, FIFA. Formel 1 Formel 1 2014 steht ja vor den Türen, steht in den Startlöchern. Vielleicht findet man da noch jemanden, der da mitmacht. Ich würde es nicht sagen. Ja, das weiß ich. Tut mir leid, aber
Ja, ich weiß das. Okay. Das weiß ich. Ich kann ja mal eine Runde mitfahren oder so. Ja, vielleicht. Nee. Nein. Wenn sie jetzt mit mir nicht mehr dabei haben. Ja. Hast du dir selbst eingebrockt. Aber ich glaube irgendwie, das war dein Ziel. Es war gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war Spaß zu haben. Das ist. Ja, aber Spaß. Meine Art von Spaß ist eine andere als du an diesem Spiel. Ja, das ist das Problem genau, an der richtig. Sache. Spaß hier hat man, wenn man fair gegeneinander kämpft. Und dieses Mikrofon, das wackelt so komisch umeinander. Ich habe die Befürchtung, dass es sich komisch anhört, uns, was wir alles gerade gesagt haben. Oh mein Gott. Naja, wir werden es überleben. Ich hoffe, ihr auch. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in einer anderen Folge wieder. Bis dahin viel Spaß und viel Vergnügen. Möge das grüne Auto mit euch sein. Das ist ein Caterham. So sei es. Tschüss.